Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Till, Till und sein Vlog, so heißt sein YouTube-Kanal, und ich bin der Sagi und ich bin von Shoki Banoki. Logisch, oder? Klingt gut. Ja, genau. Am 10. Dezember heute hat jemand Geburtstag, ein ganz berühmter Mensch, Michael Clark Duncan. Kennst du Michael Clark Duncan? Nein. Ja, der, doch kennst du. Kennst du den Film The Green Mile? Ja. Siehst du? Und der große, dunkle Mensch, der dort im Gefängnis gefangen war? Oh. Der diese Mäuse und sowas wieder zum Leben erwecken konnte und so ein Kram. Der ist das. Michael. Ich glaube, der ist schon tot. Der ist schon tot, ja. Ich guck mal nach, der ist gestorben am 3. September 2012 in Los Angeles, ja. Und der ist in Chicago, Illinois, ist er geboren, am 10. Dezember 1957. Ja, so. Hätte er Geburtstag. Ich spiele den Ball zu dir weiter. Du spielst ihn zu mir weiter? Ich hab ihn. Mach doch. Ja, 1901 wurden die ersten Nobelpreise verliehen. Und zwar 5 Jahre nach dem Tod von Alfred Nobel. Achso, der wusste gar nichts davon. Der wusste da. Also der hat es wohl in seinem Testament erwähnt, dass das so passieren soll, aber erlebt hat das halt nicht, weil macht das mit dem Testament auch keinen Sinn. Ja, und logisch. Die ersten Preisträger waren Henry Dunant, keine Ahnung, der hat auf jeden Fall einen Friedensnobelpreis bekommen. Ja. Was war großes Kino. Was hat er gemacht? Ja, er hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Warum? Ja, die müssen nicht unbedingt was machen. Überleg mal, wer schon alles einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Der Barack Obama? Zum Beispiel. Ja. Michail Gorbatschow? Weiß ich nicht. Hat doch, glaube ich, auch einen bekommen, echt? Oder? Mhm. Naja, und also die wurden, wie gesagt, in Oslo vergeben. Und parallel in Stockholm wurde zum Beispiel Wilhelm Röntgen ausgezeichnet. Ach, das war auch 1901? Ja. Am 10. Dezember? Richtig. Am 10. Dezember, was alles passiert ist. Wir haben noch einen Fakt des Tages. Ja. Fakt des Tages ist, Flüstern ist anstrengender für die Stimme als normales Sprechen. Das ist korrekt. Also wenn du die ganze Zeit so redest, ja, dann ist es irgendwann für die Stimme doof. Verstehst du? Weil du dann die Stimme so drückst die ganze Zeit. Ja, das ist auch also beeindruckend. Nicht beeindruckend, sondern das ist ein Fakt, den man kennt, wenn man irgendwie mal Gesangsunterricht hatte. Was er nicht alles weiß, der Herr Sänger. Ja, es ist halt so. Willst du wieder was singen? Nein, ich will nicht singen. Ich will nur was wissen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Flüstern ist in der Tat anstrengender. Was tödlich für die Stimme ist, also wenn man jetzt so eine belegte Stimme hat und denkt so, ich muss aber reden oder blass, was auch immer, ich muss eine Rede halten, ich muss singen. Und was dann tödlich für die Stimme ist, ist sich räuspern. Was machst du denn sonst? Nichts. Einfach nur weiterreden. Mhm. Wenn du dieses Räuspern musst du unterdrücken. Wenn du dich räusperst, ist die Stimme hin. Es ist negativ für die Stimme. Richtig negativ. Also aber manchmal räuspert man sich doch. Ja. Weil man irgendwie das Gefühl hat, dass das irgendwie belegt ist. Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt sagst, du hast hier ein bisschen Schleim hängen. Klar, an der Mikrofon. Ja, du hast auch ein bisschen Schleim im Hals und willst den mal wegkriegen. Oder du hast einen rauen Hals und fängst deshalb an, dich zu räuspern. Ah, das heißt, das musst du unterdrücken und erstmal weiterreden. Richtig. Und dann hört es irgendwann auf, oder was? Nein, das Kratzen im Hals ist nach wie vor da. Achso, aber fürs Reden ist es besser, in dem Moment es zu unterdrücken. Fürs Reden und das Singen ist es besser. Es ist zu unterdrücken. Genau. Also der Till, du. Der Till, der holt manchmal Sachen raus, da denkst du, Mensch, wo hat er das her? Richtig. Ja. Das war der 10. Dezember. Wir sehen uns morgen wieder am 11. Dezember. Und vielleicht ist der Till ja auch wieder da. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Cheerio, Miss Sophie.